Einen wunderschönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir fahren jetzt zu IKEA. Die Küche wird vervollständigt. Es kommt übermorgen eine Lieferung und heute holen wir eben noch Sachen und dann ist die Küche fertig. Ziemlich cool. Ich habe zwar heute noch nach einer Dunstabzugshaube. Gleich. Ich habe zwar heute noch nach einer Dunstabzugshaube gegoogelt, aber eigentlich brauchen wir sowas nicht. Das wäre ja wirklich nur optisches Accessoire, ehrlich gesagt. Genau, wir fahren jetzt los. Viel Spaß mit dem Video und ja, mal sehen, was sich noch so tut, außer die Küche, der Küche, was weiß ich. Wir sind wieder da. Ich habe nur eine kleine Szene, glaube ich, gefilmt. Wir haben Hot Dogs gegessen, davon ist auch noch ein bisschen was da, das stelle ich eben in den Kühlschrank. Ich wollte euch jetzt zeigen, was wir gekauft haben. Und zwar wollten wir so Plissés für diese Glasscheiben haben. Und es gibt sowas bei IKEA, ich kann es euch eben zeigen, wie das heißt. So heißt es. Man kann das zurechtschneiden. Wenn wir das jetzt hier in der Mitte durchschneiden, können wir das sogar für die Küchentür vorne und hinten verwenden. Wir wollen das mal ausprobieren, das hat 3 Euro gekostet, glaube ich. Also von daher, wenn das irgendwie blöd ist, dann ist es halt kein oder fast kein rausgeschmissenes Geld. Hi. Dann haben wir wollten kleine Messer kaufen, gab es nicht, die oder so wie wir es uns vorgestellt haben. Wir wollten Schneidebrettchen kaufen, gab es auch nicht so wie wir es uns vorgestellt haben. Wir wollten eigentlich so ein Abtropfgestell für die Schränke. Das war aber zum einen nicht vorrätig und zum anderen muss man dafür den Schrank dann, glaube ich, nochmal irgendwie auseinandernehmen. Oder so? Muss nicht, glaube ich, aber sollte man. Keine Ahnung. Wir haben uns darüber jetzt nicht weiter Gedanken gemacht, weil es eh nicht vorrätig war. Also es war nicht sehr ergiebig, aber wir haben 2 neue Pfannen gekauft. Und zwar schwarze Pfannen, passend zur schwarzen Küche. Und aus Carbonstahl. Habe ich noch keinerlei Erfahrung mit Pfannen aus Carbonstahl, aber was nicht ist, kann es werden. Und die unboxen wir jetzt mal. Sind relativ schwer, aber nicht so schwer, wie ich dachte. Also, keine Ahnung. Das ist die kleine. Da hätte es auch noch eine kleinere, also eine ganz kleine von mir hier. Kann ich die mal haben? Cool. Kann ich die mal haben? Ich will nicht, dass die runterfällt. Guckst du dir mal an. Da kommt die in Geschirrspüle. Die darf zwar nicht in Geschirrspüle, aber wenn sie das überlebt, dann ist sie es nicht wert. Ja, das ist die große, die hat hier noch so einen Griff, wie gesagt, Ofenfest. So, dann haben wir noch 2 Lackregale in Schwarz, die jetzt hier in die Küche kommen. Links, da wo halt noch nichts ist für die Ecke, haben wir uns jetzt tatsächlich so, zumindest für oben, ganz grob halt was überlegt. Und unten, das wird sich dann, glaube ich, einfach ergeben. Genau. Am besten stelle ich dann mein Handy wieder irgendwie auf und wir machen dann einen Zeitraffer oder so. Wir wollen jetzt eh noch einiges anbringen. Die 2 Regale hier, wir haben noch 2 Bilder, die aufgehängt werden müssen. Dann haben wir noch 2 kleine Regale, die zu Karl kommen. Noch irgendwas? Ich glaube, das war's. Also auf jeden Fall werden wir jetzt wieder viele Löcher bohren und unsere Nachbarn ein bisschen belästigen. Aber dann dürfte es auch langsam mal vorbei sein mit Bohren. Also so viel ist es wirklich nicht mehr. Also so finde ich es jetzt viel, viel schöner als vorher. Zum Vergleich, die Tür sah so aus. Und das ist halt wirklich nicht so mein Stil. Wenn man jetzt hier so, kann man die Tür so ranmachen, dann kann man sich so aus der Ferne angucken. Also das, jetzt haben wir hier nochmal den direktesten Vergleich. Ich finde es super. Kann auch nicht so durchglotzen, was jetzt zwar nicht das Problem ist, aber auf jeden Fall, keine Ahnung mal, wie es dann aussieht, wenn man hier in der Küche steht. Und hier so guckt. Ja, das, also ich finde es sehr, 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 sehr schön. So, und jetzt geht es an die Regale. Die kommen hier hin. So, müssen wir gleich mal noch alles anzeichnen. Und das Ding vom Staubsauger wird auch noch angebracht. Was? Ja.
Das hast du toll gemacht. Ich habe Karl das gegeben und er hat es jetzt ganz mühselig wieder zusammengefaltet. Das ist der kleine Rest. Das Ding vom Staubsauger wird irgendwo hier noch angebracht, auf jeden Fall. Gesehen habt, haben wir das obere Regal noch nicht angebracht. Das Problem ist einfach, wir haben keine passenden Dübel mehr und sehr wenige Schrauben und alles. Und deswegen sind wir jetzt nochmal losgefahren. Tim und Karl sind gerade im Baumarkt. Ich war kurz beim Rewe. Und zwar habe ich noch was für Tim geholt zum Geburtstag und ich hätte ja Karl auch gern mitgenommen, aber ich habe wirklich die ganze Zeit immer Angst, dass er Tim verrät, was er zum Geburtstag kriegt, egal ob es Kleinigkeiten sind oder halt wirklich seine normalen Geschenke, deswegen konnte ich ihn jetzt nicht mitnehmen. Ich habe gekauft einen Donut als Geburtstagskuchen, dann so Geburtstagskerzen für außen herum. Also statt, dass ich jetzt hier irgendwie einen fetten Kuchen noch backe oder so, das geht ja gar nicht. Tim hat Urlaub, also ich kann das nicht unauffällig machen. Genau. Und ja, nee, das war es eigentlich auch schon. Genau, das habe ich jetzt noch geholt. Eigentlich wollte ich morgen früh zum Bäcker gehen und dann da was mitbringen, aber es war jetzt schon besser so, weil wenn es beim Bäcker das nicht gegeben hätte, genauso wie ich es gewollt hätte, dann hätte ich ja morgen früh noch Stress gehabt. Deswegen, ja. Keine Ahnung, warum die sich jetzt so ewig da drin rumtreiben. Entweder macht Karl die ganze Zeit Unfug oder die finden nicht das, was sie wollen. Ich weiß es nicht. Ich sitze auf jeden Fall hier im schön klimatisierten Auto, wie man vielleicht hört. Es sei denn, mein Handy unterbindet die Hintergrundgeräusche vielleicht sehr gut. Wer weiß, wer weiß. Genau, mal gucken, wie spät es dann ist, wenn wir wieder zu Hause sind. Ob dann wir überhaupt noch großartig bohren können, aber das eine Regal, das obere, hätte ich schon noch gerne da dran, also muss ich jetzt mal so sagen, das wäre cool, weil dann können wir das noch einräumen und dann ist nämlich auf dem Schrank auch mehr Platz. Das, was auf dem Schrank ist, kommt zu 90% nämlich in die Regale und diese Weingläser, die standen jetzt ja in diesen Fenstern und das war zwar in Ordnung, aber irgendwie auch nicht so. Naja, das war mir irgendwie zu los im Raum, sage ich mal. Also ihr werdet es dann sehen. Auf jeden Fall wären die Regale. Es wäre schön, wenn wir die heute noch einräumen könnten. Und genau, dann was wir für auf den Schrank so uns überlegt haben, das können wir euch dann mal noch präsentieren. Gesehen habt, haben wir es geschafft, das Regal anzubringen. Es ist eingeräumt und jetzt hängt auch noch, wenn Tim nicht davor stehen würde, könnte man ja. Ich denke jetzt nicht, dass ich hier weggehe. Ich denke das schon. Kann ich das ganz kurz zum Zimmer machen? Jedenfalls hängt da das Obstnetz, das habt ihr doch auch im Zeitraffer gesehen. Jetzt ist halt hier noch so eine freie Stelle, aber ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, ich habe nach einer Dunstabzugshaube geguckt, die da aus dekorativen Zwecken vielleicht hinkäme. Jetzt fragt ihr euch, was auf dem Schrank jetzt ist, weil da ist ja hier noch nichts. Heute haben wir ein Wielesalat bemüht. Okay, wir haben hier angefangen, irgendwelche schönen oder weniger schön. Wie nennt man das? Flaschen? Naja, aber wir haben jetzt da keinen Orangensaft oder so aufgestellt. Halt irgendwas an Alkohol, was schön aussieht. Also keine Bierflaschen, oder? Obwohl, doch, da steht eine Bierflasche. Aber keine Standardbierflaschen so. Jedenfalls haben wir versucht, das ein bisschen schön zu machen. Und wollen halt einfach hier irgendwie eine ganze Reihe oder so hinstellen. Also auch leere oder angefangene. Ich glaube, da ist nicht mehr so viel drin und sowas. Ja, das ist so die Intention dahinter. Thank you.
unser Küchenschrank ist jetzt da. Ihr habt es ja im Zahnraffer schon gesehen. Tim und Karl haben den aufgebaut. Der ist halt leider noch nicht integriert in die Küche. Ich zeige euch eben, wir haben hier, das eine ist die vorne, die Leiste drunter mit einem Anleimer, der für die Arbeitsplatte war, einfach damit es eine schwarze Leiste ist. Und das andere ist für hinten sozusagen die Leiste drunter, also so als Fuß. Es gibt ja von IKEA vorgefertigte Füße, die sind allerdings zu groß, also von der Höhe her. Und dann gibt es dieses Holz, was man dann vor diese Füße klickt, mit dieser Technologie, die sich IKEA da einfallen lassen hat. Die sind aber auch zu groß, deswegen haben wir es einfach selbst gebaut und fertig. So, ich zeige euch jetzt eben den Schrank, der steht nämlich da. Das Licht ist super. Jedenfalls ist der jetzt soweit fertig, hat zwei Böden drin und wird heute, tja, wenn wir es zeitlich schaffen, es wird knapp, aber vielleicht wird der heute da eingebaut. An der Stelle möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich glaube, jetzt gibt es auch nicht mehr so viele Heimwerker-Videos, weil wir jetzt wirklich so gut wie durch sind, oder? Ich will jetzt noch nicht sagen, wir sind schon durch mit der Wohnung, weil eigentlich ist ja noch ein kleines bisschen was zu machen, aber so gut wie durch. Also keine Sorge, das wird hier nicht zum Heimwerker oder sonst was Kanal sich verwandeln. Und ich glaube, jetzt ist auch wieder der Zeitpunkt gekommen, wo es anderen Content gibt. Genau, schreibt einen lieben Kommentar, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Thank you.